Leute, dieses Roblox-Spiel bezahlt euch fürs Spielen. Das ist kein Scam, das ist wirklich so. Glaubt es mir, schaut euch das Video an, ihr werdet begeistert sein. Und jetzt, hey Leute, ich bin's Conny. Und heute zeige ich euch, wie ihr wirklich gratis Robux bekommen könnt. Und das ohne ein eigenes Spiel entwickeln zu müssen. Weil wir wissen ja, es gibt zwei große Methoden, um gratis wirklich an Robux zu kommen. Und zwar einerseits, indem man ein Spiel entwickelt, das veröffentlicht und dort Game Pässe verkauft, Dev Products verkauft oder Roblox Premium Auszahlungen bekommt. Die andere Möglichkeit ist es, T-Shirts zu verkaufen, wie das T-Shirt, das ich hier gerade zum Beispiel anhabe. Das T-Shirt verkaufen wir in unserer Roblox-Gruppe, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jeder Roblox-User kann inzwischen T-Shirts verkaufen. Früher war das so, dass man dafür Roblox Premium brauchte, aber das braucht ihr nicht mehr. Ihr braucht kein Roblox Premium mehr, sondern ihr könnt einfach so ein T-Shirt hochladen auf Roblox und das dann verkaufen. Und ich bin gerade in einem Place, der heißt Please Donate. Und Please Donate ist ein Spiel, das gemacht wurde, damit ihr eure T-Shirts an den Mann bringen könnt. Hier stehen überall, ich bin jetzt auf dem Privatserver, deswegen ist es hier leer, aber hier stehen überall Stände. Ihr könnt einen Stand claimen. Und wenn ihr ihn geclaimt habt, dann habt ihr hier euren Stand. Da steht, ich habe noch keine Robux verdient. Hier oben sind dann alle Sachen, die ihr so auf eurem Profil verkaufen könnt. Und ihr seht, bei mir ist da gar nichts. Weil auf meinem Profil, auf meinem persönlichen Profil, verkaufe ich momentan nichts. Wenn ihr dann an eurem eigenen Stand habt, könnt ihr den natürlich noch bearbeiten, indem ihr hier Edit geht. Und sagt ihr, mein Stand, Apply. Und dann steht hier oben mein Stand. Ihr könnt auch sonst was reinschreiben. Und dann kommen einfach Leute zu euch und kaufen euch eure Shirts ab. Und wie ihr ein Shirt erstellt, das zeige ich euch jetzt auch einmal ganz grob. Am Handy geht das übrigens auch. Ihr müsst nur erstmal eine Grafik dafür erstellen. Also, falls ihr gerade am Smartphone seid, dann ladet euch die App PixArt runter. Oder, wenn ihr es leichter haben wollt, sucht einfach im App Store oder im Play Store nach Roblox Shirt. Und dann gibt es ganz viele Apps, Maker-Blocks und was nicht alles, mit denen ihr selber Shirts erstellen könnt. Ihr müsst ja nicht mal gut aussehen. Hier geht es ja um Donations und nicht darum, dass die Shirts gut aussehen am Ende. Und die lassen euch dann einfach Shirt-Dateien erstellen. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz auf die Webseite von Roblox. Und ich werde dann einmal kurz ein Shirt erstellen und das in Photoshop. Das dauert auch nicht lang. Ich zeige euch, wie man das jetzt mal grob macht, wenn man jetzt keine App dafür verwendet. Dafür öffne ich einfach mal die Roblox-Seite hier. Gehe dann hier oben auf Erstellen und hier in der Seitenleiste unten gehe ich auf Shirts. So, jetzt wo wir hier auf dieser Create a Shirt-Seite sind, gibt es hier den Link Don't Know How. Klick hier. Dann könnt ihr hier raufklicken und dann steht da, wie macht man ein Shirt. Auf Englisch, die Seite könnt ihr aber auch auf Deutsch übersetzen. Und was ihr wollt, ist das hier. Ich nehme jetzt einfach diese Grafik hier. Mach hier auf einen Rechtsklick, sag dann Bild kopieren. Öffne bei Photoshop eine neue Datei. Der übernimmt automatisch die richtigen Maße und dann kann ich hier STRG-V machen. Hab das dann drin. Und hier seht ihr, wie das Template dann aussieht. Alles, was ihr machen müsst, ist jetzt diese Lücken hier übermalen. Wie auch immer ihr es haben wollt. So, ich habe hier jetzt ein bisschen was rüber gemalt. Ihr müsst gar nicht so präzise sein, wie ich hier jetzt gemalt habe. Weil wie gesagt, das ist ja nur für die Donation. Ich nehme den Hintergrund hier jetzt weg, dass das durchsichtig ist. So sieht das schon mal ganz schön aus. Und einfach nur, weil man sich bei diesen Lücken nie so hundertprozentig sicher sein kann, fülle ich die auch aus. Einen Augenblick. So, ich habe jetzt die Lücken ausgefüllt, außer die Stelle hier, wo der Hals durchgucken soll. Die habe ich durchsichtig gelassen. Und hier unten für die Hände habe ich auch durchsichtig gelassen, dass die frei bleiben. Jetzt haben wir hier den Base-Merch in den schönen Conny-Farben. Ich könnte theoretisch auch noch hier mein Logo einfach reinklatschen. Macht vielleicht mehr Sinn, wenn ich es auf meinem Profil hochlade, dass ich den hier stattdessen raufnehme aufs Shirt. Augenblick, jetzt muss ich destruktiv arbeiten. Das kriegen wir hin. Dafür ist Photoshop ja ganz toll. Ich kann hier einfach jetzt das Motiv hier auswählen. Und es ist weg. Hier unten müsste ich vielleicht ein bisschen ausbessern. So, einmal hier ausgebessert. Wunderbar. Pony-Logo. Können wir ein bisschen kleiner raufklatschen. Jetzt haben wir schon mal das erste Shirt. Dann exportiere ich das Ganze einfach als PNG. Als Conny-Donation-Shirt. Und dann nehme ich nochmal mein Logo hier. Und wechsle einfach die Farbe zu diesem Gelb. Sättige das stärker. So, und jetzt sieht das ein bisschen goldener aus. Ich würde es sogar eher hier positionieren. So. Und exportiere das Ganze dann auch noch einmal als PNG. Als Conny-Gold-Donation-Shirt. Jetzt habe ich zwei Shirts erstellt. Kann Photoshop schließen. Und wir gehen hier einfach wieder zurück auf die Entwickeln-Seite. Und hier steht's, ihr könnt hier dann die Datei auswählen. Dann wähle ich das Conny Donation Shirt aus. Shirtname könnt ihr auch nochmal ändern. Und hier steht Upload für 10 Robux. Und das ist der Haken. Ihr müsst 10 Robux bezahlen, um ein Shirt hochzuladen. Aber dann könnt ihr es ja so oft verkaufen und so teuer verkaufen, wie ihr wollt. Also 10 Robux sind eigentlich geschenkt. Drücken wir auf Confirm. Und ich wähle dann noch eine zweite Datei aus. Und zwar das Conny Gold Donation Shirt. Upload for 10 Robux. Jetzt ist es abgeloadet. Und das Letzte, was ihr noch machen müsst, ist das Ding veröffentlichen. Das bedeutet, wir gehen hier auf diese Einstellungen, sagen Configure, kommen dann auf diese schöne Konfigurieren-Seite, sagen Donation an Conny, drücken wir auf Speichern und gehen hier links auf Angebot, stellen das Item ins Angebot und sagen, das kostet ganze 7 Robux. Jetzt kann ich zu den Infos wieder gehen. Hier sehen wir dann, wie das Shirt aussieht. Wunderbar. Und dasselbe mache ich jetzt noch mit dem goldenen Donation-Shirt. Ich klicke hier auf Zahnrad, dann auf Configure, sag dann Gold Donation an Conny, klicke hier unten auf Speichern, dann auf Angebot, setze das Item ins Angebot und sage, das kostet ganze 20 Robux. Und das wär's dann. Jetzt könnt ihr einfach in eine ganz normale Lobby Please Donate reingehen. Tada, es lädt.
Wir sind drin. So viele Leute sind hier gar nicht auf dem Server. Ich stelle mich jetzt hier hin, claime den Stand. Und dann steht hier 7 Robux oder 20 Robux. Ihr seht, ihr könnt auch weitere Products erstellen, wenn ihr wollt. Für weitere verschiedene Donations. Ich kann den Stand editieren und sage, hey, komm mal, ich bin's. Hey, ich bin's Conny. Oh, ich darf nicht Conny schreiben. Dann schreibe ich einfach nur, hey, ich bin's. So, und hier seht ihr schon eine Person, die hat 12.213 Robux damit verdient. Und hier trägt auch jemand einfach nur das Template-Shirt, weil das könnt ihr natürlich auch machen. Einfach das Template hochladen. Und dann habt ihr, was ihr braucht. Hier seht ihr, wenn man mehrere Sachen hochlädt, kann man es auch machen. Wunderbar, es funktioniert einfach alles. Hier hat jemand schon 44 Robux verdient. Hier hat jemand schon 18 Robux verdient. Hier hat jemand schon 39 Robux verdient. Und wenn wir in die Mitte des Spiels gehen, steht hier Most Raised und Top Donators. Und ihr seht, eine Person hat 500.000 Robux hiermit verdient. Und es gibt hier natürlich auch Leute, die donaten. Und deshalb gibt hier eine Person, die hat 420.000 Robux donated. Eine Person, die hat 392.000 Robux donated. Weil das hier ist einfach der Place, wo ihr eure Shirts verkaufen könnt, wenn ihr sie unbedingt verkaufen wollt. Ach ja, und je nachdem, wie viel ihr donatet, desto mehr könnt ihr in diesem Spiel hier machen. Hier gibt es dann auch noch so Secrets für Leute, die donated haben. Komm, gehen wir einfach mal. Gucken wir mal, ob es hier jemanden gibt, der mich kennt. Hat schon jemand was in den Chat geschrieben? Heute nicht. Okay, ich wechsle mal kurz den Server. So, jetzt bin ich auf einem Server, auf dem ein bisschen weniger los ist. Ich erstelle mir hier wieder einen Stand, editiere den und sage, hey, komm mal, ich bin... Sagt dann Apply. Wunderbar. Und alles, was ihr machen müsst, ist einfach warten. Wenn ihr gerade nichts anderes in Roblox zu tun habt, dann stellt ihr euch einfach hier ins Spiel rein, an einen Stand und wartet. Die Leute stehen hier einfach nur und warten, bis man für sie donatet. Oh, hier liegt ein Apfel. Kann ich ihn mitnehmen? Nein, ich kann ihn nicht mitnehmen. Oh, hier hat Hannah einen Stand erstellt. Schreibt, please 7 Robux. Aber sie hat gar keine Shirts. Also man kann bei ihr gar nicht donaten, weil sie noch gar kein Shirt erstellt hat. Hanna, miese Zeiten, Bruder. Hallo, Sir. Ich schreibe ihr mal, dass sie irgendein Shirt hochladen muss, damit sie Donations bekommen kann. Please, 7 Robust. Übrigens hier, wer auch immer dieses Spiel erstellt hat, ist natürlich auch ein Genie. Weil hier seht ihr, hier oben sind überall Werbetafeln. Das heißt, der verdient Geld dadurch, dass hier Werbung für andere Spiele geschaltet wird. Und das Geniale ist halt, ihr kriegt nicht exakt das Geld, das euch hier donated wird in dem Spiel. Weil dieses Spiel kriegt eine Provision. Immer wenn ihr in diesem Spiel etwas verkauft, eine Donation bekommt, dann kriegt der Macher von dem Spiel ein bisschen von dem Geld ab. Und warum ist das so? Mal so funktioniert Roblox. Ich und Craft hatten früher selbst mal eine Idee, so ein Please Donate Spiel zu machen, aber keine Ahnung, ist irgendwie im Sand verlaufen. Jetzt hat es jemand gemacht. Geniale Idee, genial umgesetzt. Alle haben die Möglichkeit, jetzt ihre Shirts loszuwerden. Und der Macher von dem Spiel kriegt eine Menge davon ab. Also der komplette Sinn von diesem Spiel ist es eigentlich nur, Robux hin und her zu schieben. Und Roblox hat damit sicher auch kein Problem, weil Roblox mag das, wenn Leute Sachen kaufen und verkaufen. Weil die kriegen ja auch immer Provisionen. Mist, ich will hier hoch. Ich bin gerade auf einen neuen Server gegangen und ich glaube, ich wurde entdeckt. Aber er sieht mich nicht. Ich bin versteckt hinter diesem Baum. Es ist unmöglich, mich hier zu finden. Er schreibt, glaube ich, was, oder? Machst du eine Aufnahme? Vielleicht. Nein. Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich mache doch keine Aufnahme. Ich gehe mal wieder auf einen volleren Server. So, bin auf einen volleren Server gegangen. Und dann kann ich hier jetzt einfach mal chillen. Mist, er hat mich schon wieder gefunden. Wie? Ah, er läuft weg. Okay. Er hat mich nicht gefunden. Haha. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, ihr könnt hiermit einige Robux verdienen. Natürlich müsst ihr eine Weile warten, bis ihr Donations bekommt. Aber ihr seht es ja hier. 168, 60, 133, 51. Die Person hat 0 Robux bekommen, obwohl der so einen tollen Skin hat. Und hier einfach jemand mit 1771 Robux. Manche Leute verdienen ja richtig viel. Einfach so, obwohl sie AFK rumstehen. Das könnt ihr auch tun. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!